Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Parfüm-Video. Heute wieder mit einer weiteren Ausgabe von Flakons bewerben. Wer gerne einen Girl ragen hört, wie hässlich manche Flakons sind, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse, oder? Ich finde einfach manche Flakons so schön, aber die meisten, muss ich sagen, gerade in Ausgabe Nummer 1, waren einfach super hässlich. Mal gucken, wie es heute aussieht. So, der erste Flakon hier bei Random ist von Ferrari. Da bin ich mal gespannt. Mein Vater hat auch irgendein Parfüm von Ferrari. Und ich muss sagen, hier Man in Red, der Name ist Bram. Das sieht cool aus. Wie so ein Ferrari. Irgendwie sportlich. Du hast hier was Metallisches. Dann hast du das Ferrari-Pferdchen, noch so eine leichte Verzierung. Finde ich gar nicht so schlecht. Wir hatten ja auch schon irgendein Parfüm von Porsche, war das, glaube ich. Da hat mir der Flakon auch gefallen. Also die Automarken-Flakons gefallen mir bislang sehr, sehr gut. So, fruchtig süß mit roter Apfel und Kardamom und die Tonkabohne. Scheint aber ziemlich sexy zu sein. Hätte mich mal interessiert, wie das riecht. Schade, ne, dass man noch nicht so durch das Internet riechen kann, wie das Parfüm riecht. Das vielleicht noch erleben in meinem Leben, dass das möglich ist. So, ja, der Flakon. Ich finde eigentlich ganz nice. So eine 7,5 von 10. Und ich muss sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es eher die 8. Deswegen die 8. Ja, das war schon stark. Der hat mir gefallen. Der hier wiederum nicht. Was ist das für ein hässliches Etwas? Visual Addict. Must create. Ja, must create a better Flakon. Was zum Geil ist das? Grau ist sowieso die hässlichste, widerlichste Farbe überhaupt. Steht für Depression, Traurigkeit, Einsamkeit. Nee, echt. Grau und schwarz, basic. Schon fast wie ein Deo sieht das aus. Boah. Ihr wisst, was es jetzt wieder gibt. Ach, ich wollte schon sagen. Bin ich jetzt die Erste, die das bewertet? Ja, natürlich 10 von 10. Nee. Sehr schlecht. Grau und Basic ist die ultimative Killer-Kombo. Ich hasse die Farbe Grau. Wirklich. Oh, das sieht einfach aus wie ein Deo. More Amour. Ulala. Von Judith. Himbeerschwarz, Johannisbeer und Tee. Mehr ist da nicht drin. Was? Die meisten finden den Flakon kacki? Hier, da gibt 0. Wie kann man überhaupt 0 geben? Ich bin zu blöd, um 0 zu geben. Ja, das ist wieder irgend so ein Typ, ne? So ein Typ sieht so einen girly Flakon und gibt 0. Naja, ich bin auch nicht besser, ne? Bei so simplen Flakons würde ich auch immer 0 geben. Aber ich finde ihn voll schön. Girly, mit so einem Herz, mit so einer Schleife. Ist auch nichts Besonderes, ne? Aber ganz nett. So eine 7 ist mir ja schon wert. Dann geht die Quote wenigstens ein bisschen hoch. Ich das jetzt aktualisiere. Ist ja immer noch bei 2,5. Vielleicht braucht Parfum oder einfach ein bisschen. Oh Gott, was ist das? Das sieht interessant aus. Afnan von Ashgarali. Und irgendwas Arabisches. Tut mir leid, ich kann leider kein Arabisch. Liebe arabischen Zuschauer, korrigiert mich gerne, wie man das ausspricht. So, ein Parfüm aus dem Mittleren Osten mit Safran, Rose und Oud. Wer hätte es gedacht? Die typischen Middle East Components. Oud, Rose, Safran. Cool. Iris oder drin, Weihrauch. Boah. Das muss so richtig orientalischer Duft sein. So richtig orientalisch. Gefällt mir eigentlich mit diesem mystischen lila Deckel. Mit den Blumen. Ist aber auch wieder sehr simpel sonst. Aber mir gefällt er irgendwie. Für eine 7 reicht es mir. Ist nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Hat irgendwie was. Boah, mich würde echt mal interessieren, wie der riecht. Ich glaube, der würde mich voll wegballern. Ich weiß nicht, mit Wut und alles. Ich glaube, der wäre mir zu heavy. Ich liebe ja süße Düfte, ne? Aber so richtig Powerhouse-Düfte, so mit Oud. Naja. Da muss ich mich nur so ein bisschen rantasten.
So. Nein, ich will das nicht bewerten, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich will das doch nicht bewerten. Woher soll ich wissen, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, wenn ich den Duft nicht kenne? Ich hoffe, das wurde jetzt annulliert. So. Der nächste, bitte. Gott, was ist das denn? Klassik Orange von Eusersdorf. Keine Ahnung. Classic Orange wahrscheinlich. Die meisten Düfte spreche ich Französisch aus, weil die meisten Düfte aus Frankreich kommen. Weil ich glaube, der hier ist aus Deutschland. Aber das weiß ich schon. Blutorange mit Wildleder, Osmanthus, schwarzer Tee. Klingt ja ziemlich wild. Aber der Flakon ist nicht so schön. Ist auch nicht super hässlich. Man hat hier immerhin ein bisschen was drauf gemalt, relativ simpel. Irgendwie wieder so eine billige Kappe. Das ist so eine 4. 3,5 bis 4. Ich bin mir heute lieb und gebe eine 4. So, Flakon 4. Ist halt echt nichts Besonderes, ne? Und ich hasse diese billigen Kappen. Die sehen so einfallslos aus. Echt. Könnte jetzt natürlich frecherweise sagen. Ja, immerhin hat er eine Kappe. Es gibt nämlich viele Parfümfirmen, die nicht mal Kappen draufpacken. Trotzdem. Naja. Oh, das sieht interessant aus, wie so ein Nischenduft. Ja, ist von Diptyque. Oh, Kapital. Rose, Bergamot, Rose, Pfeffer, Patchouli. Das riecht auch nach einem Powerhouse. Ja. Definitiv. Die Flasche. Diptyque macht immer diese Flaschen. Finde ich ganz nett. Aber auch jetzt nicht so, dass es mich vorkaut, ne? Was? Warum geben die Leute 8,3? Ist doch einfach nur so rund mit so einem coolen Logo. Das Logo ist schon cool. Ich gebe 6. Ich gebe 6. Da hatten wir schon viel Schlechteres. Nur ich mag das nicht, dass viele Nischenhäuser immer die gleichen Flakons machen. Echt? Guck, das ist immer die gleiche Flasche, nur mit einem anderen Logo. Und natürlich einen anderen Juice. Finde ich ein bisschen schade. Parfum de Malie kann es zum Beispiel besser. Die haben immerhin 2 verschiedene Flakons. Naja. Oh, das sieht auch interessant aus. Romance vom M. Assam. Noch nie was von gehört. Leute, ich lerne hier so viele neue Düfte kennen im Laufe dieser Reihe. Ich kenne nichts davon. Zitrische Noten, Rose, Zedernholz. Naja. Klingt nach einem langweiligen Sommerduft, wenn ihr mich fragt. Zum Flakon? Ja. Classy. Simpel, aber nicht zu simpel. Nicht, dass es mich jetzt langweilt. Und das sieht aus wie so ein offenes Buch. Sieht aus wie so ein offenes Buch. Wie so ein Liebesroman. Voll schön. Und das hat so eine Apfelform. Ja, ist ganz nett. Ist für mich so eine 6,5. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen 6 und 7, würde ich eher die 7 geben. Deswegen gebe ich die 7. Ganz nett. Und ich mag die Farbe. Hat so ein bisschen was Goldenes. Oh Gott, was ist das denn? Proton Berry von Buffalo. Von Buffalo habe ich auch einen Schuhpaar. Aber ich glaube, die sollten lieber bei den Schuhen bleiben. Was zum Geier. Die Siage ist überdurchschnittlich. Bitte was? Und dann gucke ich bei Siage. Ja doch, die ist wirklich. Die Siage ist wirklich krass. Seit wann macht Buffalo denn Parfüms? Ich verstehe es nicht. Seit 2021. Es klingt echt interessant. Blätter, grüne Blätter. Dann voll viel Früchte, Zitrus-Opening. Hier haben wir noch die Naschi-Birne. Das klingt echt interessant. Also falls ihr einen Duft kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Dass ein gutes Parfüm ist. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Der Flakon ist jetzt nicht so, der Burner ist auch nicht ultra hässlich. Ne? Die haben versucht, hier so ein bisschen unterschiedliche Farbtöne zu machen. Buffalo-Logo, aber das war's. Und keine Kappe, nur so ein Klemmer.
wie bei Montreal oder Jean-Paul Gaultier, aber das in hässlich. Ich weiß nicht. Das ist für mich so eine 4,5. Da ich heute einen guten Tag habe, gebe ich eher die 5. Ich weiß nicht, mir gefallen halt die Farben. Die Farben sind toll. Hier ist noch ein Buffalo. Da finde ich die Farben auch schön. Weil da sind so Sonnenuntergangsfarben. Naja. Vor allem, das wird verglichen. Ach nee. Das ist auch in Marc Jacobs Decadence. Ein Flanker davon. Gut, ich habe nur das Original. Den Flanker von Decadence kenne ich nicht. Was ist das denn wieder? Hasse. The Dior Brand Dior Fragrances. Quatsch, nur ein Amber-Gewürze. Wette war. Tonkabohne. Klingt auch ein bisschen wild. Naja. Ist ganz nett. I guess. So Mittelmaß. Sieht so ein bisschen hölzern aus, ne? Sieht aus wie so ein Holzbrett. Da drauf halt das Logo. Der Deckel sieht relativ edel aus. Ja, ist ganz nett. So eine 5. Vielleicht auch eine 5 geben. So. Der nächste, bitte. Oh nein, was ist das denn? Calliope-driven. Was ist das? Von ihm. Mit Basilikum drinne. Wie bei einem Guirlain Aqua Allegoria, da ist auch Basilikum drin. Ja, ich hatte recht, hier ist es. Ja, ich kenne mich ein bisschen aus in der Duftwelt. Was ist denn hier alles drin? Sind nur Gewürze drin hier. Boah, was? Das ist ja interessant. Den Duft will ich gerne riechen. Der Flakon ist allerdings mega hässlich. Zwar nicht eine 1 von 10, aber eine 2 von 10. Einfach nur roter Punkt, richtig random, da steht der Name und dann so eine Holzkappe. Ja, okay, 2,5 von 10. Wegen der Holzkappe, die ist irgendwie schön. Zwar nicht so schön wie von Nasomato, aber okay. Na komm, für die Holzkappe. Ich kann ja nie 2,5 geben. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ihr wisst es, ihr habt das Video. Oh, ist die süß. Aber... meine Regel ist, immer nur das erste anklicken. Pelias Pure von Easy. Easy. I'm easy like Sunday morning. Ja. Ja. Manche Sachen sollte man unkommentiert lassen. Das ist so ein berühmter Spruch von mir. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten. Nee, es zeigt schrecklich aus. Ayurveda. Schöner Name. Von Tessorie Dorient. Citrus Opening mit Iris und Patchouli. Klingt interessant. Auch so richtig orientalisch. Das ist jetzt, glaube ich, nicht, oder? Aber mir gefällt der Flakon. Die ist tricky, ist wie meine Fingernägel. Und dann diese Verzierung. Voll schön. Das ist eine 8 von 10 für mich. Ja, und Parfum sagt natürlich wieder nur 6,2. Das ist schon lustig. Die Flakons, die mir ausgesprochen gut gefallen, gefallen Parfum in der Regel nicht so. Tja, und wer macht diese Flakon-Bewerten-Videos? Richtig, euer Girl. Tja, hier erzählt nur meine Meinung. Was ist das denn? Rose von Isnad. Da ist nur Rose drin. Was ist das denn? Das ist ja voll langweilig. Da ist nur Rose drin. Toll. Wenn ihr einen Rose-Duft haben wollt, holt euch einfach Tea Rose. Für 10 Euro. Oder 12 Euro. Mehr kostet das nicht. Riecht auch einfach wie Rose. Und ist wahrscheinlich billiger als das. Weiß ich nicht. Ja, ganz nett. Nichts Besonderes. Das ist für mich das typische Mittelmaß. Hast ein bisschen Verzierung, Flasche ist nichts Besonderes, Deckel ist nichts Besonderes, aber ganz nett. Das ist für mich wirklich der Durchschnitt. Ja, 5,5 würde ich geben, aber Tendenz nach unten. So, was ist das denn hier wieder? Countess von Louis Niche. Citrus Opening mit Tuberose und Heliotrop. Oh nee. Ich will ja nichts Falsches sagen, aber das könnte echt so ein
ein Grandmaster sein, ich weiß es nicht. Spricht mich jetzt nicht so an, obwohl da auch Jasmin drin ist. Ich liebe ja Jasmin in Düften. Gourmandig, fruchtig. Ich liebe auch Gourmand-Düfte. Vielleicht ist der Fokus eher auf Vanille. Ich weiß nicht. Jetzt aber zum Flakon. Ja, auch ganz nett. Der Deckel ist ganz cool, hat so ein bisschen was vom Parfum de Marie. Von den Männerdüften. Ja, so schlicht weiß, hier mit Nude-Etikett. Ja, kann man mal machen. Ist ganz nett, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das ist für mich wirklich ein typischer 5. 5 von 10. So, was haben wir hier Schönes? Miss Diva. Covergirl. Aha. Vom Covergirl habe ich schon was gehört. Soll auch super süß sein, so ein bisschen wie Pink Sugar. Aber das ist ja jetzt irgendwas anderes. Miss Diva Covergirl. Von All Good Sense. Ja, auch viel zu basic. Und wenn man schon irgendwie was mit Girl macht, dann soll es auch girly aussehen, aber es ist nicht girly. 4 von 10. Mir gefallen immerhin die Farben. Ey, man nennt es Girl und sieht es nur girly aus. Weiß nicht. Wenn ich mir das so auf einen Parfümtisch stellen würde, wäre ich nicht stolz drauf. Wirklich nicht. Oh, was ist das denn? Das sieht lustig aus. Ceruti Image Profan. Von Ceruti. Sieht echt interessant aus. Was ist denn Piment? Wasserminze. Enzian, Wurz, Kohlenstoff. Das sind Zigarettenduft und noch mit Leder und Birkenrinde. Igitt. Und das soll ein Frauenduft sein? Welche Frau möchte nach Zigarette, nach Rinde und nach Leder riechen? Also. Und nach Wurzel. Das ist nichts für mich. Definitiv nicht. Boah. Also, wenn du so eine Kettenraucherin bist, ist das wahrscheinlich dein Duft. Ich weiß es nicht. Oh, wurde offenbar eingestellt. Ich frage mich nur, warum. Flakon Design Thierry die Paschmarkov. Ja, der Flakon hat was. Wieso Entenschnabe hier so? Irgendwie ganz cool. Nur das ist mir wieder zu schlecht. Das ist für mich auch so eine 5. So ein Mittelmaß. Aber mir gefällt die Kappe. Die ist echt cool. Purer Sommer im tiefsten Winter. Echt? Mit Kohlenstoff und Birkenrinde. Also manchmal diese Leute. Gut, ich kenne den Duft nicht. Vielleicht riecht er ja wirklich sommerlich. Aber wenn ich mir die Inhaltsstoffe so anschaue. So, jetzt Pur Homme von Le Conte. Mandarine, Aquatische Noten, Kräuter, Vetiver und Amber. Unter anderem. Ja, finde ich ganz sweet. Hier mit dieser Verzierung, mit der schönen Holzkappe. Finde ich ganz nett. Und wie Pro Homme da drauf geschrieben ist, finde ich echt cool. Hat was. Hat was. Gebe ich so eine 7. Eigentlich, mein Kopf sagt, gib eine 6. Mein Herz sagt, gib eine 7. Ich vertraue natürlich auf mein Herz. Das sieht interessant aus. Animal Mondaine von Pierre Guillaume. Das ist ein Unisex-Duft. Tabak ist da drin. Schon wieder so ein Zigarettenduft. Der riecht wirklich nach Pfeifentabak. Oh Mann. Wisst ihr was, ihr Lieben? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine Pfeife, eine Zigarre oder eine Zigarette probiert. Werde ich auch nicht. Oh Gott, aber der Flakon ist voll schön. So sieht die Lunge eines Rauchers aus. Einfach pechschwarz. Aber jetzt mal echt voll schön, der Flakon mit den Gewellten. Dass man das so komplett schwarz hält, wenn es um Tabak geht. Gut, die Kappe gefällt mir wieder nicht, aber das ist schon so eine 8 von 10. Finde ich schön. Hat was. Guck, die Flakons müssen nicht mal girly sein. Sowas kann mich auch begeistern. Gott, was ist das wieder? Voyage von Le Parfumeur. Schwarz Johannis, Pfirsich, Rose, Jasmin, Mosch aus Zedernholz. Naja. 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 Kann ich nicht viel zu sagen.
Das wäre so ein Durchschnittsflakon. Nicht hässlich. Nicht fantastisch. Davon haben wir heute ziemlich viele. Also in Episode 1 von dieser Serie hatten wir fast nur schreckliche Flakons. Apropos schrecklich. Follow von Kerosin. Was zum Geier. Not my style. Einfach, als hätten die das so ins Holz geritzt. Ist natürlich kreativ, aber ich mag das überhaupt nicht. Oh, das ist so ein Kaffee-Duft. Kaffee-Vanille mit Pflanzensaft. Macht das Black Opium Konkurrenz oder was? Black Opium von Yves Saint Laurent, die Unisex-Version. Ich merke schon. Nee, aber ich gebe einfach 2 Punkte für die Kreativität. Mir gefällt das überhaupt nicht. Not my style. Oh Gott. Oh Gott. Bang de Parfum. Violet Haze. Von Sarah Horowitz Perfumes. Mit Gras. Okay. Naja. Das wäre wieder zu simpel. Sieht jetzt auch nicht komplett beschissen aus, aber ja. Ja. Nee. Not my style. Macht doch richtig schöne Flakons. Gebt euch doch Mühe. Violet Haze. Und dann ist er nicht mal Violet. Nee, echt. Ich weiß, es geht um das Pfeilchen, was da drin ist, aber komm schon. Hätte man das dann nicht lila machen können? Irgendwie ein bisschen mehr Kreativität. Wäre voll cool. So, was haben wir hier? Ein Flakon, der an Hässlichkeit nicht leicht zu übertrumpfen ist. Echt. Der Deckel ist wieder ganz cool, aber was ist das? Das sieht so heftig photoshoppt aus. Jetzt hätte man einfach irgendwie so ein Holz, was weiß ich, so ein Holzflaschenöffner oder so gefotoshoppt. Nee, echt kontrovers bewerteter Duft. Aha. Warum ist denn kontrovers bewertet? Ich weiß, was ich als kontrovers bewerte, im Flakon. Weil für mich ist der oberhässlich. Ich weiß nicht, es passt überhaupt nicht zusammen. Das Holzlogo auf diesem random Glas, nee, echt. Not my style. Was zum Hell ist das? He loves me not. Wild Ivy. Vanille, Jasmin, Orchidee, trockene Hölzer, schwarzer Moschus. Interesting. Aber ich muss sagen, das gefällt mir auch nicht. Hier ist es einfach so ein bisschen draufgeschrieben. Hier hat man ein paar Gräser, ein paar Blumen. Kann ich leider nicht groß machen. Der Deckel ist einfach nur so eine Stahlkappe. Nee, echt. 2 von 10. 1 Punkt für die Blumen. Echt. Nur die Blumen hier geben 1 Punkt. Nee, echt. Ich love's me not. Da hätte man irgendwie was Trauriges machen können. Doch nicht sowas. Ja. Beste. Oh, der sieht interessant aus. Tender. Von Flamboyant. Hey, das ist auch voll interessant. Hier, lang, süße Noten. Oh, die Idee. Kokosmilch, pudrige Noten, Jasmin. Das könnte doch für mich sein. Der hat was. Und der Flakon hat auch was. Das ist so ein typisch 8 von 10. Kreativ, cool, eyecatcher, aber jetzt nicht so, so ein Gesamtkunstwerk. Wie zum Beispiel Angel von Thierry Mugler. Wo das Parfüm dann in Form eines Sterns ist. Das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. Aber ich muss sagen, der hat was. Auch die Farbkombination ist irgendwie cool. Hier rosa Gold mit Schwarz, mit Silber. Hat was. Doch, der gefällt mir. Warum nur 6,5? Echt. Es gibt so viele hässliche Flakons, wie zum Beispiel diesen hier. Fire and Ice Man von Bonnier. Und das ist auch nur eine Aftershave Lotion. Was ist das denn? Klar, hier ist es Fire, hier ist es Eis. Oh. Simpel, langweilig, irgendwie lieblos. Ich weiß, ich gebe trotzdem 2 von 10, weil Fire and Ice wenigstens hier umgesetzt ist. Hier ist es Feuer, hier ist es Eis. Ne? Es gibt ja viele Flakons, wo denn das Thema gar nicht richtig umgesetzt wurde.
Deswegen ein Punkt dafür. Der sieht wieder cool aus. Une Femme Passant. Von 1911? Leute. Auf einmal fühle ich mich so jung. Von 1911. Wow. Hier haben wir ein Stück Historie. Gefällt mir. Der Flakon sieht voll schön aus. Irgendwie super edel. Jetzt hätte man das irgendwie eine Prinzessin aus dem Atelier oder so geklaut. Hat ein bisschen was Gefrorenes. Es könnte so der Duft von Frozen sein. Von Elsa irgendwie. Voll cool, echt. Gefällt mir. Das sind 9 von 10. Doch. Richtig toller Flakon. Schau es dir, die duften nur nicht stehen. Ein uralter Duft. Was ist das? Lavender Sandalwood. Von House of Glory. Und hier ist auch nur Lavendel und Sandalholz drin. Ja, das ist für mich eine minus 10 von 10. Einfach, was weiß ich, einfach so ein Glas. Das sieht nicht mehr nach Parfüm aus. Boah, das triggert mich. Das ist der hässlichste Flakon in der ganzen Reihe. Was ist das? Kein Logo, nichts. Einfach nur hier zu aufschrauben. Dunkel, hässlich, lieblos. Das ist das Schlechteste. Ich will wissen, wie ich 0 geben kann. Dann halt 1. Boah, ist der hässlich. Ne, geht gar nicht, ihr Lieben. Sandal von Hamidi Oud and Perfumes. Ja, hat ein bisschen was Edles, hier mit der Schraffur. Alles ein bisschen goldmäßig gehalten, hier noch mit Weiß. Weißer Rahmen quasi. Hier steht nochmal der Name. Finde ich ganz nett. So eine 6 von 10 ist es mir wert. Nichts Besonderes, aber irgendwie edel. Und ganz nett. Was zum Geier ist das? Lily and Vetiver. Gut, ist von H&M. Ist mir schon klar, dass es jetzt nichts Hochwertiges ist vom Flakon. Wow. Und ist auch nur ein Body Mist. Weiß mit so Stahl, ich weiß auch nicht. Lily und Vetiver. Mehr ist auch nicht drin. Nee. Leute, sorry, da muss ich leider auch 1 von 10 geben. So, ihr Lieben, wir machen jetzt nur 3. Und dann suche ich mir wieder einen aus. Right Reseda von Roger and Gellert. Ja, weiß. Mit so einer interessanten Decke. Ich weiß echt nicht, was für eine Farbe ist. Das ist nicht grün, das ist nicht gold, das ist nicht Kupfer, irgendwas dazwischen. Hat was, coole Farbe. Aber sonst ist mir das natürlich wieder viel zu simpel. Was ist denn Reseda? Ich würde gerne wissen, was das ist. Reseda. Hab ich noch nie gehört. Naja, das ist so eine 4 von 10. Von der Ausstrahlung ganz cool. White and clean. Aber das war's dann auch. Was zum Geil ist das? Floral Curiosities Scarlet Larkspur von Inike. Oh Gott, was ist denn da alles drin? Da ist Wein drin. Wein und Kirsche. Wow. Und Safran und Vanille und Blutorange. Das ist ja ein cooler Duft. Der spricht mich an. Der hat was. Die Flasche ist so. Auch so eine 4 oder 5 von 10. Ich mag das irgendwie nicht, wie das so eingraviert ist mit diesem Strich noch durch. Jetzt hätten die sich gedacht, ne, das Parfüm ist zu schlecht oder der Name ist zu schlecht. Ich streich das wieder durch. Ich weiß auch nicht. Einfach dieser Strich, der hier durchgeht. Ist so bekloppt. Weiß nicht. Deckel ist ganz cool. Ach komm, ich will mal nicht so sein. Ich gebe mal eine 5. 5 von 10. Aber die Inhaltsstoffe. Ich will das riechen. Ich glaube, das ist voll der coole Duft. Hier müssen wir nochmal neu machen. Was ist das? ICQ.
Woher Fam? Wer benutzt heutzutage noch ICQ? Richtig, niemand. Wer benutzt heutzutage noch Skype? Richtig, niemand. Heute benutzt man Discord. Wieso heißt das ICQ? Und es ist auch noch grün und das war's. Oh, ist das hässlich. Oh, ist das hässlich. Ein Schandfleck. Ich muss mir gleich meine Augen waschen. So, und jetzt zum Abschluss suche ich mir einen Duft, der mir besonders ins Auge springt. Der sieht cool aus. Hey, ist das hier nicht Jimmy Choo? Das ist Jimmy Choo, ne? Das habe ich. Das sieht cool aus. Und das war's. Das sieht nur ganz cool aus. Da sind nicht so viele richtig cool dabei. Och Mensch. Ach. Ich glaube, nehme ich dann doch das. Ach, das ist Amethyst von Portichet, The Victorious. Ganz berühmte Nischenmarke. Uiuiui, schwarzer Pfeffer, Zimt, Emberhölzer, Leder. Das ist natürlich wieder ein Powerhouse. Haltbarkeit habe ich bei 9 erwartet. Aber ja. Ja, Flakon. 9,2. Das finde ich auch. Das ist 9,2. Nicht mehr und nicht weniger. Schade, dass es nicht so eingehen kann. Voll schön, diese Verzierung, die Farbe, das Gold. Edel, cool. Gefällt mir. Wow. Trotzdem gebe ich 9. Ich finde, wir hatten schon. Warum steht hier Pflaumen und Zwetschge, wenn das nicht drin ist? Wir hatten trotzdem schon Flakons, die noch schöner waren. Ich gebe eine 9. 9 von 10. So. Gut, ihr Lieben. Das war wieder eine Folge Parfüm bewerten, beziehungsweise die Flakons bewerten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute nicht so viele Rages dabei. Denn ich finde, weiß nicht, wir hatten zwar einen richtigen Ausfall. Super hässlich. Wir hatten tatsächlich 3 oder so, die super hässlich waren. Aber es war nicht so schlimm wie im ersten Video. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt und euch das hier gefallen hat, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und natürlich wird es wieder geben. Also, seid gespannt auf Folge 3 von Flakons bewerben. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!